FIFA 13 auf der Xbox 360. Gerade das erste Mal ins DVD-Laufwerk gelegt und direkt ein BAM 25-mäßiges MB-Update am Downloaden. Ich bin sehr gespannt. Jetzt müsste eigentlich gleich das Intro kommen und dann können wir auch schon einsteigen mit unserem kleinen Start in FIFA 3 Let's Play, wenn man so möchte. So, der gute alte Messi, tja, wurde ja auch wieder zum Spieler des Jahres gewählt. Oh, what? Okay, Deutsch, of course. So, online sind wir auch, perfekt. EA Sports. It's in the game. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, das sieht schon sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. Start drücken. Drücken Start. So, ja. Ich nehme übrigens mit einer neuen Software auf. Ich hoffe, dass das mit dem Game Sound und dem Mikrofon Sound diesmal ganz gut läuft. Was passiert, wenn ich es nicht annehme? Nein, möchte ich nicht. Ich nehme an. So. Boah, hey, also echt. Nö, auf keinsten. Ja. Ja, okay. Oh. Was ist das für ein Erfolg? Cool, das ist wahrscheinlich aus den Vorgänger. Teilen und siehe da direkt ein Achievement, freue ich mich doch. Okay. Gut, die wissen schon genau Bescheid. Halbprofi, ja gut, lassen wir das mal so. Obwohl ich echt schlecht bin, muss ich sagen. Oh, was ist denn jetzt hier los? Also ich habe mit Bayern gespielt. Bei FIFA 9, als ich angefangen habe, habe ich kurze Zeit am Anfang in Dortmund gespielt, bin dann aber schnell zu Bayern gewechselt. Seitdem, also bei FIFA, was FIFA angeht, total der Bayern-Nerd. Und ich habe mir überlegt, ob ich mir bei FIFA 13 nicht mal einen anderen Club suche. Irgendeiner aus der zweiten Liga und dann hochspiel, aber irgendwie. Ach, ich weiß ja nicht, ne? Also, ob ich das jetzt so hinbekomme. Okay, gib mir gerade mal 2 Minuten Bedenkzeit. Ich muss mich hier gerade mal auf den anderen Bildschirm switchen und hier kurz mal was nachschlagen, wenn man so möchte. Jo. Okay, dann switche ich direkt wieder zurück. So, Gedenkzeit ist, denke ich mal, eigentlich rum, aber Bayern oder nicht Bayern, ich weiß was gibt es in der zweiten Bundesliga? Lautern, bestimmt nicht Köln, ich kotze gar nicht, Braunschweig, Dresden, Cottbus, Erzgebirge auch. Ingolstadt, St. Pauli. St. Pauli ist eigentlich schon ein Club, den ich ziemlich mag, aber. Die Reeperbahn und so. FSV Frankfurt, Hertha BSC, hört doch mal auf mit dem Dreck da. Ja, das waren sie also. Boah, da würde ich sagen, St. Pauli ist the place to be. Boah, soll ich das wagen mit St. Pauli starten? Ich ohne Scheiß, Leute. Ich starte mit St. Pauli, arbeite mich hoch bis zu Bayern und mit Bayern hole ich dann den Triple. Da hole ich dann DFB, Pokal, Meisterschale und Champions League. Auf geht's. Mann, bin ich verrückt. Hä, was? Verbinde dich mit dem. Naja, von mir aus. EA Sports Football Club is back for FIFA 13.
And we're proud to announce two big new features, EA Sports Football Club Match Day and the Catalog. Follow along with the real world of football every step of the way with our all-new Match Day, as the game will be updated with team and player form, along with real world facts and figures. You now have the freedom to choose to play as any two teams with form on or off, or select one of the real world live fixtures or games of the week that catapult you straight to the heartbeat of the football calendar. With the Catalog, you'll earn all new football club credits as you play FIFA, similar to how you earn XP. You'll then be able to redeem these credits for unique items in the catalog to enhance your FIFA experience. Items will become unlocked based on your football club level. So the higher your level, the more items you'll be able to obtain. These include game changers such as new goal celebrations, additional funds in career mode, attribute boosts to your virtual pro, and much more. The catalog offers you a chance to accelerate your playing experience just by playing FIFA 13. Not to mention last year's leveling, leaderboards, news, support your club, and of course challenges. They're all back again with lots of upgrades and improvements. And as a thank you to returning fans, we'll be rewarding FIFA 12 players with a football club credit reward, so they'll have the chance to redeem items from the catalog immediately. Kick off the FIFA 13 season in style. EA Sports Football Club, following the heartbeat of football. Aha. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da habe ich direkt schon was bekommen als treuer FIFA-Spieler. Schön. So, jetzt, warte mal. Wo kann ich denn hier den Manager-Modus einschlagen? Karriere? Skillspiel, Spielmodus. Ja, es müsste eigentlich Karriere sein. Was? Ich will doch... Nein. Möchte ich gar nicht. Ja, Trainerkarriere natürlich. Spielerkarriere ist... Ich bin natürlich ein Trainer. Ui. St. Pauli, ja. Drei Sterne, ein 1,5 Millionen, naja. Boah. Ups. Nein, hier. Pauli passt schon. Los geht's. In das Abenteuer Halbzeit längst 6 Minuten. Strenge bei Finanzen. 6 Minuten zu lang. Ich glaube, ich hatte immer 4 Minuten. Ja. Halb, es gibt's Amateur, Legende, Weltklasse, Profi, Halbprofi, Amateur. Ich werde Amateur ist wieder zu einfach. Halb wilde. Ja, das ist doch unser Stadion. Jetzt wär's ja nicht dran, ne? Ja, aktuell herunterladen. Das heißt, die werden auf den neuesten Stand gebracht. Das ist eigentlich gut. Oder? Nochmal nachlesen. Ja, ich denke, so passt es. Sehr schön. Also das heißt, wenn jetzt, nachdem das Spiel rauskam, irgendwo Transferaktionen vorgenommen wurden, die in dem Hardcode-Spiel noch nicht drin sind, wird es jetzt aktualisiert und fertig.
Ja, so sehe ich das nämlich auch. Nein, unser Name ist Herr Kröll. Vorname Herr Kröll, Herr Kröll. Wer sind wir denn? Wir sind, ja, wir sind Robert, aber nicht Kröll. Wir sind Robert. Robert Weizmann. Keine Ahnung, gibt es so einen Namen überhaupt? Robert Weizmann. Ja, wir sind Robert Hochmut, habe ich mir gerade überlegt. Hochmut, den Namen gibt es auf jeden Fall. Da kenne ich im Real Life jemanden, der so heißt sogar. Hochmut. Robert Hochmut. Das ist doch mal ein Name her. Na, wir sind German Boy Man. Ganz normaler German Boy. Leider muss ich den Hemd im Schlips. War das ja schön, dass wir sowas hier noch. Ist ja cool, dass man jetzt so viel auch beim Trainer ändern kann. Hemd und Schlips, Anzug. Anzugfarbe, Grau, Marineblau und Grau gibt es. Grau, Hautfarbe, hell. Schwarz, dunkelbraun, braun. Was? Hauptfarbe? Ja, vom Anzug jetzt, oder? Dunkelbraun, mächtig, regulär, stammisch. Regulär. Hoffen wir mal, dass es so gut geht, Herr Robert. St. Pauli beruft Hochmut als neuen Chef. Schauen wir mal, ob er ein großes Trainertalent ist oder eher nicht so. So, das lese ich mir jetzt gerade mal alles schon durch. Aha. Gut, schauen wir mal, was wir bei St. Pauli reißen können. Das sieht alles noch recht familiär aus. Ähnlich wie beim Vorgänger. Sekunde mal kurz. So, hier läuft noch alles wunderbar. So gefällt mir das. So. Trainerbüro. Neu, was? Weg mit eurem Kopf. Scheiße. Obere Tabellenhälfte erreichen. Okay. Okay, da können wir mehr Geld für den Transfer rauslocken. Den später für Starspieler, die wir hoffentlich irgendwann mal verpflichten können. Sicher wichtig. Rücktritt. Nationalmannschaft kann man jetzt sogar trainieren. Ey, da haben sich ja einiges einfallen lassen. Ach so, da kann man sich ja schneiden. Ja, wie geil. Also es gefällt mir. Jetzt hat man doch schon mehr den Eindruck, man ist echt ein Trainer und nicht mehr irgendwie so ein Menü durchklicken. Okay, das sind meine Jungs hier. Das wird schwer.
Also der Einstieg bei FIFA 12 auf Halbprofi habe ich mir echt schwer getan. Und ich habe das Gefühl, es wird hier nicht leichter. Was spielen wir denn? 4-2-3-1. Na gut, ich lasse, also es ist nie verkehrt, glaube ich, die Formation so zu belassen. Schauen wir mal, wie die hier sind. Geschwindigkeit geordnet. Das gefällt mir eigentlich soweit auch ganz gut. Das kann man erstmal so lassen. Ich muss ja auch erstmal ein bisschen das Team einfinden. Okay. Mannschaftsnamen. Linkes Mittelfeld. Finn Bartels ist der stärkste momentan. Sind auf der 1 oder was? Na gut, die sind alle gleich, weil es wurde noch nicht gespielt. Ja, keiner verletzt auch schon mal gut. Trikotnummer. Ja, okay. Kann man so lassen. Ja, der Rest ist eigentlich auch klar. Dann gucken wir mal, was passiert jetzt. Der Transfermarkt ist offen, das Symbol da oben kenne ich schon. Liga-Ziel. Obere Tabellenhälfte, Alter, da habe ich schon direkt Angst. Alles klar. Boah, ich krieg schon Angst, ey. Coole Sache, das gefällt mir. Da geht schon richtig los hier. Transfermarkt, ja? Na, gucken wir doch mal.